Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Channel von Delta Mike Heavy. Das Wetter ist immer noch die pure Scheiße. Wir haben zwischendurch einfach Böen mit, keine Ahnung, gefühlt 100 km/h Wind oder sowas. So ein Wetter eignet sich dann natürlich herrlich, um Papierkram zu machen. Wir machen dann noch so ein paar Sachen am Flugzeug, checken da so ein bisschen was ab. Das zeige ich euch dann später. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal los. Der Brief ist eingeworfen, das heißt, der Kunde kann sich freuen auf einen feinen Gutschein über einen Schnupperflug und wir machen wieder jemanden glücklich und vielleicht zu einem Piloten, wer weiß das schon. Jetzt sieht man auch die kompletten Vorteile dieses Wetters. Gerade war noch die Sonne am Schein, während ich den Brief eingeschmissen habe. Und jetzt guckt euch diese Scheiße an. Es schüttet einfach maximal wie aus Eimern. Das geht überhaupt gar nicht. Das ist einfach nur eine Oberkatastrophe. Also es ist wirklich katastrophal schlechtes Wetter gerade. Es ist ein einziges Trauerspiel. Also ich zeig's euch gerne nochmal. Willkommen in Halle 2 an der FK9 und ich würde sagen, wir können direkt loslegen und den Papierkram machen. Dazu muss ich allerdings hinten ans Gepäck machen. Da seid ihr ja. Ihr seid natürlich schon im Gepäckfach, ist ja klar, obwohl ihr hier niemals reinpassen würdet. Aber das Gute ist, dieses Gepäckfach bietet tatsächlich Platz für so ein paar Kleinigkeiten. Und da hätten wir zum Beispiel einmal das Bordbuch und natürlich viel wichtiger, unsere Klatte mit den ganzen Flügen. Und das müssen wir jetzt alles in die Papiere übertragen. Und zwar einmal in die Klatte von Oerlinghausen und natürlich auch in das Bordbuch. Denn in das Bordbuch mache nur ich die Einträge. Und das liegt daran, dass ich sehr komische Erfahrungen damit gemacht habe, wenn das die Kunden selbst machen. Und ich kann euch auch gerne erzählen, warum. Wenn einer euer Kunden oder ein Vereinsmitglied oder wer auch immer ein Arzt ist und in das Bordbuch reinschreibt, dann könnt ihr da einfach nichts lesen. Es könnte im Prinzip der Name des Arztes sein, also der Name des Piloten mit der Flugzeit. Es könnte aber auch da stehen, ja, nimm Paracetamol und zwar dreimal am Tag. Das weißt du einfach nicht. Und da ist es echt schwierig, dann nachher die Zeiten zusammenzurechnen, denn man erkennt es einfach nicht. Und deswegen habe ich irgendwann mal entschieden, vor Jahren schon, dass ich selbst in das Bordbuch schreibe und den Kunden eine Kladde zur Verfügung stelle. Und da können die reinschreiben, wie sie Bock haben. Da kann ich dann nachher noch nachfragen. Aber das Wichtigste ist, dass nachher die Papiere des Fliegers in bester Ordnung und vor allen Dingen lesbar sind. Die Einträge sind mittlerweile übertragen. Ich habe alles in das Bordbuch des Flugzeugs geschrieben, aber das ist leider nur die halbe Arbeit, denn jetzt geht es noch an die Kladde für Oerlinghausen, denn auch dort müssen wir natürlich melden, wie oft sind wir gelandet, wann war die Startzeit, wann war die Landezeit und so weiter. Das tragen wir alles ein und schmeißen das dann nachher in den Briefkasten am Turm, sodass die natürlich auch die Abrechnung für uns machen können. Und das ist jetzt die zweite Runde, die ich mir vornehmen muss. Also weiter geht's. Wenn ich das Bordbuch so auseinandernehme bzw. Eintragung darin vornehme, dann prüfe ich auch einmal, ob alle Papiere noch Gültigkeit haben. Wir haben hier einmal so eine kleine Infoseite, falls mal irgendwas passiert. Hier ist der Eintragungsschein. Wir haben die Zuteilungsurkunde von der Bundesnetzagentur. Damit ist alles in Ordnung. Wir haben den Prüfschein für Dreiachser, der mir sagt, alles klar, wir müssen demnächst mal wieder eine JNP machen. Das heißt für mich, ich muss jetzt den Prüfer kontaktieren. Das notiere ich mir natürlich. So, Notiz erstellt. Der Prüfer wird kontaktiert, das heißt, die JNP kann demnächst gemacht werden. Was haben wir noch? Ein Wegebericht, den Nachprüfschein fürs Rettungsgerät, den Avionikprüfschein, das Lernzeugnis, den Versicherungsnachweis für die Vollkaskoversicherung sowie das Bordbuch mit allen Einträgen, die man in diesem Bordbuch finden sollte. Jetzt machen wir noch so ein paar Sachen, die ich an dem Flugzeug immer ganz gerne mache, wenn ich mal da bin. Und zwar werden wir den Luftdruck der Reifen prüfen und den zur Not korrigieren, wenn so ein bisschen was davon runter ist. Die Rutschmarken habe ich mir schon angesehen, die sehen sehr gut aus. Und dann haben wir hier oben noch so den Spalt zwischen Flügel und Rumpf. Da reißt dieser Kleber ganz gerne mal auf und den würde ich auch gerne nochmal nachkleben, weil der mittlerweile schon rundherum gerissen ist, ist aber vollkommen normal. Und das können wir jetzt auch noch zusammen machen. Es ist derselbe Tag, es ist dasselbe Jahr, es ist derselbe Monat und wir sehen das. Es ist das herrlichste Wetter und vorhin hat es gegossen.
wie aus Eimern. Die Schleusen haben sich geöffnet, das kann sich kein Mensch vorstellen. Und das ist momentan echt das Problem, was wir hier haben. Das heißt, wir haben jetzt gerade ein wirklich super Wetter. Der Wind sagt, der hängt gerade sogar runter. Aber das Problem ist, hinter dem Horizont, da lauert nämlich schon der nächste Schauer, der uns gleich überraschen wird. Und deswegen ist es momentan echt unmöglich zu fliegen. Aber wie gesagt, wir haben ja sowieso den Papierkram gemacht und den bringen wir jetzt erstmal ins Auto. Dann fahren wir gleich hinten am Tower raus, schmeißen das da einmal ganz kurz in den Briefkasten und fertig ist die Scheiße. Also schon mal ab in die Karre damit. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zusammen zur Flugschule und holen da das entsprechende Zubehör raus. Hier ist übrigens die sogenannte Shooter-Piste. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ein kleiner Geheimtipp, da steht's, das ist die Shooter-Piste und nicht die Schotter-Piste, wie so manch einer denkt. Und die Shooter-Piste ist im Prinzip eigentlich nur für das männliche Publikum geeignet. Und ich hoffe, ihr könnt euch jetzt was darunter vorstellen. Wenn ihr wisst, was das sein könnte, dann schreibt's mir mal bitte in die Kommentare. Ich habe euch da drin natürlich schon erwartet. Wer hätte es gedacht? Ihr befindet euch gerade in dem Schrank, wo so meine Putzmittel stehen, wo ein bisschen Bremsenreiniger steht, ein paar Handschuhe liegen und so weiter. Wir wollen so ein bisschen den Spalt an den Tragflächen abkleben und dann sieht das Ganze auch wieder ein bisschen schöner aus. Was wirklich das Schwierigste an der Wartung von Flugzeugen ist, ist sehr, sehr viele Sachen zu schleppen, eine Leiter mitzunehmen und gleichzeitig zu filmen. Das sind Herausforderungen, die, ja, ihresgleichen suchen, aber was tue ich nicht alles für euch? Der Stall ist offen, wir können rein. Hallo? Entfernung ist pretty simple, das Aufkleben ist leider etwas umständlicher, aber auch das kriegen wir hin. Der komplette Kleber ist ab, das heißt, die Flächen sind wieder frei. Wir können das Spaltmaß jetzt komplett sehen. Das sieht auch auf beiden Seiten absolut identisch und wirklich sehr gut aus. Und das heißt, dass wir das jetzt so ein bisschen reinigen und dann kommt da neues Tape drauf, das nicht so krass vergilbt und so ein bisschen porös schon ist wie dieses hier. Das ist wirklich gar nicht mehr elastisch. Ist natürlich auch immer UV-Strahlung ausgesetzt. Ein Grund, warum das so stark verschleißt und man das immer mal wieder machen muss. Ist eigentlich ganz nice geworden. Ich verstärke die vorne an der Profilnase immer noch so ein bisschen, bis es so ungefähr die maximale Profildicke erreicht hat. Und dann natürlich auf der Rückseite, weil ich da die Erfahrung gemacht habe, dass die sich da immer sehr gerne ablösen. Da verstärke ich das dann einfach nochmal dreifach so. Hier sieht man das vielleicht so ein bisschen. Dann hält das eigentlich meistens so für ein halbes Jahr. Im Prinzip hält es sogar noch länger. Es ist halt einfach nur das Problem, dass es halt immer vorne an der Profilnase so ein bisschen einreißt, weil da natürlich das Maximum an Strömung anliegt. Jetzt geht es natürlich schon wieder ans Aufräumen, das heißt, alles muss wieder zurück. Ihr seht es, das Wetter ist endlich wieder scheiße, zum Glück. Sonst hätte ich mir noch Sorgen gemacht, dass man hätte fliegen können, aber man kann auf gar keinen Fall fliegen. Es ist einfach kacke. Wir haben den Papierkram erledigt, wir haben den Klebestreifen zwischen Rumpf und Tragfläche angebracht. Jetzt gleich werfen wir in Oerlinghausen am Turm noch die Kladde ein und dann dürfte alles erledigt sein. So
Leute, da sind wir wieder im Auto. Wir haben es endlich geschafft. Es war doch irgendwie ganz schön anstrengend. Es ist immer anstrengend, wenn man diese ganzen Wartungsarbeiten machen muss, wenn man Papierkram machen muss, wenn man hin und her rennen muss, weil man eine Leiter braucht, weil man Klebestreifen braucht, weil man irgendwas braucht. Man braucht immer irgendwas. Man muss immer latschen, latschen, latschen. Also Luftsport, der Begriff ist legitim. Lasst euch das gesagt sein. Wir fahren jetzt gerade noch zum Tower, werfen da unsere Kladde ein und dann war's das für heute. So Leute, das war's. Wir sind fertig mit dem gesamten Video. Ich hoffe, dass euch das auch mal gefallen hat. Jetzt seht ihr mal, was noch so für Papierkram dahinter steckt, was man sonst noch so alles zwischendurch machen muss und wenn es nur so kleine Klebestreifen sind. Es kostet einfach Zeit. Man fährt dahin, man nimmt sich die Zeit, aber es ist auch wichtig und sollte gemacht werden. Deswegen hat man natürlich auch bei Regenwetter als Flieger immer was zu tun. Ich wünsche euch always happy landings. Ich wünsche euch always three greens. Wenn ihr ein retractable Gear habt, nur dann natürlich. Manche haben es ja, manche nicht. Ihr wisst es. Und ja, Leute, ich sage ciao mit V. Scheiße. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, dass so viele Autos kommen. Warum laber ich so viel Scheiße? Ich laber so viel Scheiße. Das interessiert keinen Mensch. Was ist denn jetzt mit dem PC? Meine Fresse, geht hier gar nichts. Tja, Leute, solange die Shooterpiste. Nee.